Vanessa. Daily, daily, Vanessa. Yo, was geht ab? Nett erschrecke, ich hab Tattoo-Brau auf meinen Augenbrauen. Das kann ich jetzt gleich wegmachen, das habe ich schon ganz lange drauf. Kurze Nacht. Ich sitze aber die ganze Zeit schon am PC und habe Videos geschnitten. Ich habe gestern auch schon Videos geschnitten, weil ich jetzt gleich noch eine Schicht habe. Und eigentlich ist freitags mein Videoschneidetag. Und dadurch, dass ich jetzt aber heute eine Schicht habe, habe ich gestern schon vorgearbeitet, in weiser Voraussicht. Gerade kamen auch schon Pakete an. Und heute, ich muss euch was Krasses erzählen, ich habe mir einen Tisch bestellt. Einen Esstisch. Bei einer Seite, die ich nicht kenne, die mir nichts gesagt hat. Und ich dachte so, oh weia, was soll das werden? Ich habe dann aber gegoogelt, ist die Seite vertrauenswürdig und so weiter und so fort. Und habe nichts Negatives gefunden. Und dann stand da aber Lieferung, wie auch immer, 15 Wochen. Und ich dachte so. Aber ich war halt sehr picky bei Esstischen. Also ich wollte halt einen goldenen also einen gold-weißen Esstisch, vielleicht so mit goldenen Füßen oder so. Vielleicht auch ein bisschen mit Marmor. Ja, und es gab nichts. Zumindest nichts, was halbwegs bezahlbar war. Wirklich nichts. Und dann hatte ich zwei Tische in engerer Auswahl, beide mit 15 Wochen Lieferfrist, also das war gleich. Und der eine hat mir dann halt ein bisschen besser gefallen, war aber, wie gesagt, von so einer No-Name-Seite. Habe ich gegoogelt und habe nichts Negatives gefunden, dachte, ja gut, ich bestell den. Und der kommt heute an. Und es sind, ich glaube, wir sind jetzt gerade in Woche 5. Also auf jeden Fall nicht länger als 5 Wochen. Statt 15. Wie geil ist das denn? Die haben jetzt aber einen Lieferzeitraum angegeben von 8 bis 13 Uhr und das ist 10 vor 12. Das heißt, allzu viel Zeit ist nicht mehr. Und das Problem ist, ich muss um 13 Uhr spätestens los. Das heißt, wenn die später kommen, kann ich nicht zu meiner Schicht. Das wäre blöd. Ja, und dann fehlen eigentlich nur noch zwei Schränke und ein anderes Möbelstück. Die werden aber alle zusammen geliefert und haben auch eine Lieferfrist von 15 Wochen. Das heißt, die kommen dann wahrscheinlich, wenn jetzt die 5. Woche ist, ich habe alles am selben Tag bestellt, in 10 Wochen. Falls die nicht auch früher kommen, aber ich glaube nicht. Ja, fand ich auf jeden Fall super krass mit dem Tisch und ich bin so gespannt. Vor allem hoffe ich, dass ich das gleich alleine hochkriege, weil wir haben zwar einen Aufzug, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tisch da reinpasst. Also ich glaube, der ist in zwei Teilen, Fuß und Platte. Fuß ja, aber Platte, boah, ich kann es mir nicht vorstellen. Das wiegt halt 60 Kilo. Ja, ich weiß nicht. Das auf jeden Fall dazu. Ja, ansonsten ist heute noch viel, viel, viel Arbeiten angesagt. Und dann ab abends Wochenende. Und ich freue mich tierisch und ich habe Angst, dass ich hier Herpes kriege. Ja, also ich habe gerade schon so ein Zeugs drauf geschmiert und hoffe, dass ich es früh genug gemacht habe und dass es was hilft und belastend hatte ich schon lange nicht mehr. Ja. Ich hatte noch irgendwas zu erzählen. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist mit das Schwerste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Diese Platte ist so schwer und ich hoffe, es ist heile. Es hat nicht reibungslos funktioniert. Und die hat Zentimeter genau in den Aufzug gepasst von der Höhe. Alter. Oh, das ist so schwer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss auf jeden Fall noch den Fuß holen. Das ist kein Problem. Und die Europalette. Zwei Europaletten. Die habe ich vor der Tür gelassen, weil der Lieferant hat die bis vor die Tür draußen auf die Straße geschickt. Cool. Das lässt mir keine Ruhe. Ich musste kurz reinkommen. Die Plosse heile ist. Ich mache mir nämlich gerade Essen, weil ich gerade nach Hause gekommen bin. Der Tag heute war übrigens die absolute Vollkatastrophe.
bis 1 hätte ja das hier gekommen sein sollen. Und ich habe dann da angerufen, weil das war schon kurz vor 1 und ich musste um Punkt 1 los. Und es kam nicht und die konnten mir aber am Telefon auch keine Auskunft geben. Und dann meinten die, ja, dann wird er wahrscheinlich heute nicht mehr kommen. Dann fahren sie jetzt arbeiten. Und ich so, na gut, okay. Dann bin ich arbeiten gefahren. Halbe Stunde später rief der Speditionsfahrer mich an, dass er in 10 Minuten da ist. Ich so, ja, klasse, ich aber nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es später bei ihm geht. Dann meinte er, Gott sei Dank, ja, dass es geht. Und dann meinte ich, okay, bin wahrscheinlich um 15 Uhr zu Hause. Meinte er, ja gut, okay. Dann hatte ich aber so eine Kackschicht, dass ich erst 16.30 Uhr zu Hause war. Anderthalb Stunden später habe ich den angerufen. Das hat aber Gott sei Dank funktioniert. Oh Gott, ich glaube, es ist alles heil. Oh mein Gott. Okay. Dann hole ich jetzt mal eben, hier sieht überhaupt nichts, die Europalette rein. Oh Gott. Es ist so schwer. Und dann sehen wir uns gleich. Ich mache das jetzt mal eben fertig, aber ich glaube, es ist alles heile. Praise the Lord. Und mein Risotto ist in 50 Sekunden. Ich muss trotzdem die Palette reinholen. Okay. Ich stelle euch mal kurz hin. Ich glaube, das war das krasseste. Ich muss mich ja unbedingt umziehen. Ich glaube, das war das krasseste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Habe ich nicht vorhin hier schon eine Schüssel hingestellt? Ey, Leute. Also dieser Tisch, die Platte, war schon wirklich eine Nummer für sich. Das war extrem. Aber gerade nochmal mit den Paletten. Das waren 2 Paletten. Und ich dachte halt, ich tropfe mal kurz alles voll. Ich dachte halt, 2 Paletten halt. Aber die eine war so und die andere war so und die waren so zusammengenagelt. Ich hatte natürlich unten kein Werkzeug jetzt mit, da ich die nicht auseinanderbekommen habe. Und dann dachte ich, okay, dann halt so. Dann habe ich die in den Hausflur geschleppt. Und das war A, so sperrig. B, habe ich jetzt wahrscheinlich überall Splitter. Und C, schwer. Schwer und sperrig. Das war die reinste Katastrophe, wirklich. Und dann musste ich die ja in den Keller bringen, also hatte ich zumindest vor. Dann die Kellertreppe runter und dann, das waren dann ja alles so um die Ecken. Und das war halt so. Das war wirklich, wirklich die absolute Hölle. Und dann habe ich die nicht in den Kellerraum reinbekommen. Irgendwann war ich so sauer, dass ich die ganze Zeit dagegen getreten habe. Also das waren die beiden Paletten und die, die oben drauf stand, war mit so einer noch befestigt. Also mit so einem Holz. Ding. Also einer so einer Latte. Habe ich die ganze Zeit dagegen getreten, bis diese Latte abgefallen ist. Hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht, weil es stand halt immer noch so. Dann habe ich es nicht in den Keller reinbekommen. Ne? Und dann habe ich da ein paar Sachen im Keller aus dem Weg geräumt. Ich musste danach die ganze Zeit über die Palette, also das war, hier ist so der Kellergang und dann ist hier halt die Tür. Das heißt, hier hatte ich auch keinen Spielraum, um die Palette zu drehen. Und dann stand die Palette halt quasi in der Kellertür. Und dann musste ich auch die ganze Zeit über diese Palette drüber, weil ich manchmal von der Seite dran musste und manchmal von der. Dann habe ich ein bisschen den Keller leer geräumt, also so den Eingang frei. Und jetzt steht die direkt an der Tür, also die fliegt, weil ich konnte die nicht auf den Boden stellen, weil da war noch so ein Hocker und so. Obendrauf einfach und man kann nichts machen. Das heißt, das nächste Mal, wenn irgendwer mal hier zu Besuch ist, werde ich diese Person mit mir bitten, das irgendwie zu machen. Ich krieg's nicht hin. Aber sie ist aus allen öffentlichen Sachen raus. Sie ist in meinem Keller. Ich würde euch gerade am liebsten dazu raten, wenn ihr alleine seid, euch niemals einen schweren Esstisch zu bestellen. Aber ich glaube, es ist auch niemand so dumm und unvernünftig, das einfach dann alleine zu machen. Okay. Ja. So, jetzt schnibbel ich gerade meine Tomaten, weil mein Risotto ist fertig. Schon seit 100 Jahren. Hat jetzt nämlich echt lange gedauert und jetzt kommen da halt noch frische Tomaten rein. Achso, Parmesan auch. Wie viel denn? 40 Gramm. Wie viel sind hier drin? 150. Ich bin so fertig gerade, ne? Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Und es sind auch noch ein paar Sachen angekommen. Das hatte ich euch, glaube ich, schon erzählt, dass ein paar Sachen angekommen sind, wo ich mit euch reingucken kann. Basilikum gehackt. Gar keinen Bock. Ich nehme getrockneten Basilikum. Ich hack jetzt hier gar nichts mehr. So. Jetzt kommt mein Risotto hier noch rein. Ist das fertig oder lasse ich das mal wieder?
kochen. Zweimal. Toll, hätte das ruhig auch vorhin noch. Ist egal, ich kann nicht mehr sprechen, wird schon schief gehen. Aber ich hatte, da sollte auch warmes Wasser rein, ich habe kaltes reingemacht. Okay, ich mach mal hier, ich mache übrigens das hier aus dem Kochen. Das ist das geilste Tomatensuppe. Leute, ich glaube, das war wirklich, wirklich mit Abstand der anstrengendste Tag meines Lebens. Wirklich. Aber jetzt steht, wo ich sie gerade hin mag. Oh, das ist. Hä? Warte mal, hier ist noch so ein Sticker. Ich glaube, das andere ist nur Drag. Komm. Sticker. Mal anlecken. Ja, das ist so ein kleberes. Okay, was soll's, ist jetzt auch egal. Das scheiß Ding steht. Ey. Da. Er steht. Das war das Schlimmste in meinem ganzen Leben, aber es sieht wunderschön aus. Leute, ich bin so begeistert. Wie schön. Wie schön sieht das bitte aus. Ist nicht jedermanns Geschmack, ne? Aber. Wow. Und das ist nicht kaputt gegangen. Habe ich erzählt, dass mir das runtergefallen ist, die Platte? Also umgefallen. Wow, und mit den Stühlen und oh Gott, das passt dann. Das sieht so toll aus. Und das ist halt eine Glasplatte von unten. Sieht man das? Das ist blau eigentlich. Aber hier oben ist halt so Marmor. Ey, das sieht so schön aus. Hat das noch eine Folie drauf? Ne, eigentlich nicht. Die habe ich abgemacht. Ey, wie geil kann irgendwas im Leben bitte aussehen? Ich bin so begeistert, aber ich kann nicht mehr. Ich sterbe. Wirklich. Okay, ich habe kein Stativ. Hi. Ja, danke schön. Also film mich jetzt um, Marvin ist da. Wir packen jetzt eine Degusta-Box aus. Willst du auspacken oder Preise lesen? Diesmal haben wir Preise. Ist deine Entscheidung. Free choice. Ich möchte auspacken. Gut. Ab geht's. Ab geht's, los geht's. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geil! Das hatte ich letztes Mal auch irgendwo in Erdbeer drin, aber in Milcherdbeer. Ja, und das ist Wassereis-Erdbeer. Genau, das ist aber richtig geil. Ja, mega geil. Ja, auf jeden Fall. Kostet 2,49 Euro und gibt es noch in 7 Sorten insgesamt. Geil. Musst du zählen. Aber das ist auf jeden Fall. Ja, ich habe das auch in Cola. Habe ich sogar gerade eingefroren. Ja. Dann Saaten Crisp, ja, Sonnenblumenkerne und Chia. 2,79 Euro. Also ich habe es immer noch nicht probiert. Ich habe von jemandem gehört, dass das voll geil sein soll, aber ich stelle mir das ziemlich lame vor. Aber so, dieses Knäckebrot, ne? Ja. Einfach so für Hummus zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, musst du mit Hummus dippen. Ja, ich habe immer noch zu Hause liegen. Bei ja, geil. Tee? Tee? Oh, das ist so kalter Tee. Geil. Geil. Kann man wahrscheinlich geil. Kalt und? Nee, das sind die extra für kalt. Nur für kalt? Ja, kannst vielleicht auch warm, aber ich glaube, schmeckt nicht. Also ich habe die auch in ganz vielen verschiedenen Sorten für ja, kalt. Ja, ist auf jeden Fall kalt. Mega geil für den Sommer. 2,59 Euro. Und gäbe es auch in Zitrone, Limette und ja. Waldbeere. Ja. Ich glaube, Zitrone, Limette wäre ziemlich geil.
Nein, Zitrone einfach, geil. Ja, Zitronenlimette auch. Okay. Proteinriegel. Oh, Nature Valley, das sind geile. Oats and Honey. Geil. Die sind sehr lecker von Nature Valley. 2,99. Aber die kenne ich noch gar nicht, diese dicken Soft-Bake-Proteine. Ja, die sehen geil aus irgendwie. Geil, die kenne ich noch gar nicht. So, Schokolade. Reese's, das ist das Produkt des Monats. 99 Cent, aber wir stehen ja beide nicht so auf Erdnussbutter. Nee, nicht wirklich. Wir sind keine Reese's-Liebhaber. Oh, wow, es friert ein Kau. Wow, oh, was ist das für ein Geschmack? Grapefruit? Das ist Grapefruit. Geil. Ich liebe Fritt. 75 Cent. Wow. Aber die sind wow, es wird ein Kauf. Fritt ist gerade. Oh, die mag ich nicht so. Was ist denn das? Zitronenwaffeln. Zitronenwaffeln? Oh doch, die sind lecker. Die kosten, also ich mag die. Ja. 1,79 €. So, hier haben wir eine Pulle. Bier. Knallfolie. Ja. Knallfolie. Und hier, und zwar Beck's unfiltriert. Das steht hier nicht. Ah doch, 4,99 € für einen Sixer. Normaler Preis. Trinke ich nicht, kannst du trinken. Du hast jetzt eine Bar hier. Ja, eine Bar. Und dann haben wir, oh, die ist auch wieder eine Bar. Oh ja, die ist schön. Nee, ich wollte gerade sagen, habe ich die? Nee, habe ich nicht. Seco. Aber guck mal doch, ich habe das als Wein. Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Namen doch. Ist auch feiner gerippelt hier. Ja. Flasche ist auf jeden Fall cool. Sehr geil. 4,99 €, also cool für hinstellen. Ja, auf jeden Fall. Cool von Optik her. So, dann haben wir hier noch Fertignudeln. Oh, die hatte ich letztens auch schon mal drin. Die kosten, glaube ich, 99 Cent. Nee, 1,99 €. In Tomatensauce. Ja, genau dieselben habe ich schon. Geschwenkt vor allen Dingen. Nicht gerührt, nicht geschwenkt. Lieb's. So. Wie einfach diese Pringles nicht rausholen. Und dann haben wir was zu trinken, ein Kakao. Wie, warum ist das so grau? Milchpause, Eiskaffee-Geschmack. Ach so, ich wollte schon sagen, 1,19 €. Ich mag keinen Kaffee. Aber im Eiskaffee? Bläh. Boah, voll geil. Ja, kannst du trinken. Gönn dir. Bläh. Voll geil. Er holt immer noch nicht die Pringles. Granini. Oh, geil. Pesson. Oh mein Gott, das trinke ich jetzt, glaube ich, direkt. Ich liebe Saft. Mit einem Hauch Vanillegeschmack. Oh geil, 1,89 €. Möchtest du die geschwenkt haben oder geschüttelt? Ist jetzt beides schon passiert. Ich hätte ihn gern noch einmal geschwenkt. Okay. Kannst du ihn mir öffnen, dann kann ich ihn direkt probieren, weil ich bin Kamerafrau, ich bin Bruno. Ja. Macht ihr die auch schon direkt so offen, ne? Prost. Ja. Oh geil. Dann haben wir nochmal Luftpistolenfolie. Oh, das ist sau lecker. Willst du auch probieren? Hab zwar schon angeschleckt, aber ja, wir sind ja ein Liebespaar. Ja. War nur ein Witz. Ich find's voll lecker. Schmeckt richtig geil nach Mango. Vanille schmeckt ganz leicht nur. Ja. Wirklich ultra leicht. Aber finde ich gut, weil ich glaube, zu viel Vanille da drin wäre komisch in so einem Saft. Was so. Endlecker. Last but not least. Welche sind das? Sind das die mit Sour Cream? Ja. Sour Cream. Das sind die ich letztens hier hatte. Die sind... Hä? Die ich nie probiert habe. Ja, die sind richtig geil, aber halt ein bisschen scharf. Aber ich habe es hingekriegt. Also meine Zunge ist danach fast abgefallen, aber es ging noch. Die sind saulecker. 2,59 €. Okay. War's das? Ja. Möchtest du mein Nix-Paket auch noch rauspacken? Dein Nix-Paket? Ja, also... Marvin gerade so, was ist das? Ich so Nix und er so... Danke für Nix. Hat er, glaube ich, beim ersten Mal nicht verstanden. Kann ich ihm nicht verübeln. Nix. So, was haben wir hier noch? Danke. Endlich Frühling. Tomatenfeder-Dip. Cool. Shine Loud. Scheinbar sind es Lippen-Products mit Herz. Flyer. Soll ich vorlesen? Nein. Doch, ich lese vor. Shine Loud Beauty. Wie du mit Sicherheit schon mitbekommen hast, sind unsere neuen Shine Loud Lipsticks gerade überall präsent und super beliebt. Habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen, aber okay. Warum unsere neuen Lieblinge so berühmt sind? Die Shine Loud Lipsticks haben zum einen eine ultrapigmentierte Hochglanz-Lippenfarbe mit bis zu 16-stündigem kussechten Halt. Wollen wir 16 Stunden knutschen, um das zu testen? Machst du den drauf oder muss ich den drauf machen? Beide. Und Bein halten, was? Sogar, oh mein Gott. Beinhalten. Okay, cool. Beinhalten sogar eine vegane Formulierung.
hält super safe, auch beim Essen und Trinken und beim Tragen der Maske. Insgesamt haben wir 24 umwerfende Shades in unserem Shine Loud Sortiment. Einige davon wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten. Okay, bla bla. Ja, guck mal, ich möchte dir das Wort kurz zeigen. Ja, beinhalten. Bein. Bein halten. Ich muss mal kurz das Bein halten. Aber vegane Formulierung wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob dann auch alles vegan ist, nicht nur das, was da drin steckt. Ja, die Packung ist auch. Ja, aber auch, ob das an Tieren getestet wird. Ich meine, die sind komplett vegan und tierversuchsfrei mittlerweile. Machst du sogar einen Zaubertrick oder so? Kommt da gleich ein Kaninchen? Wow. So. Ich würde schon gerne mal sehen, was da drin ist, aber ich glaube, ich darf nicht. Okay. So, du bist kein guter Unboxing-Mensch. Nein, ich mach spannend. Du machst gar nichts. Lieb's. So, weiter geht's nach einem Spot, ne? Werbeanzeige. Ein Haargummi. Hä? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, lol. Jetzt was Unspektakuläres raus. Geil. Das ist flauschig. Und dann hier ein. Darf man das jetzt Fenster rausschneiden später? Was denn? Wenn ich jetzt sage, so ein Kackbraun. Nein, darfst du ruhig sagen. Das darf ich sagen. Klar. Okay. So, ich weiß ja nicht, so fokussiert macht man das eigentlich, ne? So. So einmal das machst hier unten. Du super. Warum so hat das zwei Seiten? Das ist für den Glanz so, ne? Glimmer, und das ist für die Farbe. Möchtest du den mal swatchen? Was heißt das? Aber du suchst dir eine Farbe raus, die swatchst du auf meinem Arm, okay? Okay, dann packen wir erstmal aus. Na gut. So, das ist braun. Braun. Dann haben wir hier noch fünfmal rot drin. Jetzt kommen wir aus dem Quark, das geht schon 8,5 Minuten hier. So hier. Liebs. Gleiches Prinzip wie bei dem braunen. Ja, haben wir auch noch dann was anderes da drin, so oder was? Ein Kirschrot. Oh, das ist aber keine Kirsche. Doch, das ist so sauer. So Kirsche ist das. Naja, so, ja, Beere. Ich würde es bei Kirsche einordnen. Oh. Dann haben wir hier so Himbeere. Ich würde eher das als Kirsche, aber okay. Keine Ahnung. Oh ja, das sieht aus wie eine Himbeere. Und immer schon mit so kleinen Herzchen drauf. Das finde ich richtig geil mit den Herzchen. Ja, das war mir schon fast klar. Habe ich aber auch da schon gesagt. Ja, beschreibe bitte die Farbe. Die Farbe ist so eigentlich so rot, würde ich sagen. Das muss ich vielleicht piepen. Okay. Erdbeerrot. Und dann haben wir hier noch Liebs. Ein Fussel. Danke. Okay, es war leider nichts mehr. Hier steht noch was drin. Shine out, shine out. Okay, welche Farbe möchtest du gern auftragen? Das ist kackbraun. Okay. Do it. Kennst du diese Pranks so mit von wegen so? Mit Kacke? Ja. Ja, also mit Nutella. Ja. Wie gefällt dir mein Tisch? Fass ihn mal an. Du hast schon Fussel draufgelegt. Bah, was ist das eklig. Ich krieg keinen Sau. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wahrscheinlich wird diese Sequenz ein einziger Vlog. Oh, was ist aber da drauf gepflastert hier? Übrigens, während Marvin das macht, kann ich mal ein bisschen erzählen. Vorgestern kam Love and Monsters raus mit Dylan O'Brien, der Film. Den gucken wir gleich. Ich freue mich so sehr. Netflix and chill. Ja, Mann. Ich hoffe, die Leute denken wirklich sonst, wir haben noch was miteinander. Haben wir nicht. Also nur, das ist rein... Das wäre nur der Neid. Rein ohne Körper. Ohne Körper. Gefühlstechnisch ja, körperlich nein. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich mich zurückgehalten die zwei Tage und habe ihn nicht geguckt. Und jetzt werden wir ihn gucken und ich bin mehr als glücklich. Und The Circle ist auch Mittwoch rausgekommen, USA, zweite Staffel. Werden wir auch bald gucken, oder? Wolltest du doch. Ja, wollte er. Dieses, was? Diese Serie. Diese Serie, was? Diese. Naja, die eine, die ich dir gezeigt habe. Sag einfach ja. Oh Gott. Jetzt komm aus dem Quark! Himmel! So. Himmel, Arsch und Zwirn. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Einfach so. Mach einfach einen Strich. Okay, muss man jetzt aber mit dem durchsichtigen Zeug nicht mehr drüber gehen. Dann versauchst du den Pinsel auch, ne, irgendwie. Ja, ich glaube, das muss erst mal trocknen, oder? Muss das erst trocknen? So frischen Make-up. Ja, die sind doch schon so gedacht, wofür soll sonst der Gloss da sein? Der ist doch nicht farbig, der ist doch klar, oder? Ja, aber dann versauchst du dir auf jeden Fall nach dem ersten Mal. Aber die sind doch jetzt auch schon glossy. Ja. Mach mal Gloss daneben, einfach. Ich muss es schon so aufmachen. Lieber nicht. Nein. Mit so einem Pinsel? Ja. Pinsel. Hm. Okay. Wow. Wow. Das ist mein Favorite hier, der durchsichtige. Ja, aber krass, weil der ist. Vielleicht ist das ja auch so.
Für die Haltbarkeit. Ist da nicht irgendwo eine Gebrauchsanweisung bei? Nein, eine Gebrauchsanleitung, bitte. Du, keine Ahnung von dem. Ich werde das herausfinden und beende jetzt diese Sequenz, weil wir müssen jetzt Netflix und chillen. Netflix and chillen. Tschüss. Tschüss. Ob das die richtigen sind? Niemals. Genau die will ich mir schon seit Ewigkeiten kaufen. Wirklich? Ja. Wie fragst du dich, warum ich nach Hause bin? Wie fandst du eigentlich den Film mit Dylan O'Brien? Voll geil. Ich bin voll klare Empfehlung meinerseits. Also der Film war richtig super. Kann man richtig gut einschlafen. Ja, Marvin hat, sagen wir mal, 90% geschlafen. Ich habe den wichtigen Teil gesehen, den Anfang, worum es so, wie das alles so kam. Hm. Und das Ende, wo er sie gefunden hat. Also, nicht spoilern. Ich sage nicht, wen er gefunden hat. Ja. Und jetzt gucken wir auf jeden Fall The Circle, zweite Staffel. Und ich bin noch nicht eingeschlafen. Nee, bei Circle nicht, stimmt. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog.